Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur TV Touring Sommertour. Heute geht's aufs Wasser. TV Touring geht an Bord des Fahrgastschiffes Undine und von dort aus erkunden wir die nördliche Volkacher Mainschleife. Aber Sie sehen nicht nur wunderschöne Bilder unserer fränkischen Heimat, sondern lernen auch kennen, wie ein Fahrgastschiff funktioniert, was der Steuermann hier alles zu tun hat und wie eine Gastronomie auf dem Wasser aussieht. Das alles heute in der Sommertour bei TV Touring und ich würde sagen, kommen Sie einfach mit. Unermüdlich fährt sie die Volkacher Mainschleife hinauf und hinunter, die Undine. Ein ungewöhnlicher Name, in der griechischen Mythologie ist das ein Wassergeist. Bei uns am Main ist sie ein guter Geist, ein zuverlässiges Beförderungsmittel für Menschen, die gerne langsam und entspannt unterwegs sind. Für alle, die Urlaub machen oder einen Ausflug, alle, die Zeit haben und die Fortbewegung auf dem Wasser genießen möchten. Die guten Geister an Bord sind heute 6 Mitarbeiter, Schiffsführer, Matrose und Zahlmeister, dazu Köchinnen und Servicekraft. Die Küche oder Kombüse, wie es auf dem Schiff heißt, ist erstaunlich groß und voll ausgestattet. Dennoch sind nicht die Gourmet-Menüs gefragt, sondern die schnelle, einfache Küche. Würstchen und Kartoffelsalat sind der Renner oder Gulaschsuppe. Denn so entspannt das Reisen per Schiff für die Gäste auch sein mag, Küche und Service müssen auf Zack sein, denn innerhalb circa einer Stunde wollen allein im Innenbereich bis zu 250 Personen essen und trinken. Die Undine ist 36,25 Meter lang und 7,60 Meter breit. Ein Winzling im Gegensatz zu den großen Schubverbänden, denen sie regelmäßig auf dem Main begegnet. Doch sie tut unverdrossen ihren Dienst und das schon seit 1959. Immer wieder wurde sie modernisiert und hergerichtet. So wurden zum Beispiel im Jahr 2006 neue Motoren eingebaut. 600 PS treiben das Schiff an und lassen es sanft durchs Wasser gleiten. Vorbei an malerischer Landschaft und den Sehenswürdigkeiten der nördlichen Mainschleife zwischen Volkach und Wipfeld. Ein Interview mitten auf dem Main, das hat man nicht alle Tage. Umso schöner, dass der Eigner des Schiffes, der Undine, Walter Sitzer, uns heute hier mitgenommen hat. Herr Sitzer, eine ganz besondere Art der Fortbewegung des Reisens ist das hier. Allein das Gefühl, auf dem Schiff zu sitzen und hier so dahin zu gleiten. Hören Sie das auch von Ihren Fahrgästen und können Sie das auch selbst mal wieder feststellen, diese besondere Art des Reisens, was macht die aus? Wir persönlich sind natürlich fast täglich unterwegs, aber unsere Reisenden genießen einfach die Ruhe, die Landschaftsmusik. Und wenn wir mit 10, 12 Stundenkilometern hier auf dem Fluss reisen, kann man alles mitbekommen, während auf der Straße, auf der Schiene es alles so schnell geht, dass man die Landschaft nicht genießen kann. Hier hat man seine Mainzeit zum Wohlfühlen, seine Mainzeit zum Genießen. Und der Main als Lebensader, überhaupt Flüsse als Lebensadern von Landschaften, die bieten ja auch immer noch einen ganz neuen Blickwinkel, einen ursprünglichen Blickwinkel auf die Gegend, in der man sich befindet. Vor Jahrmillionen ist die Landschaft hier geformt worden und der Fluss ist der Mittelpunkt. Straßen sind erst Jahrhunderte, Jahrtausende später rechts und links angelegt worden. Und auf dem Schiff in der Mitte des Flusses ist der Gast der Höhepunkt in der Landschaft und kann rechts und links alles beobachten und genießen, was von den Straßen, von den Verkehrswegen am Ufer nicht möglich ist. Die Undine, die ist hier hauptsächlich an der Volkacher Mainschleife unterwegs oder ist die auch auf anderen Routen in ihrem Unternehmen zu finden? Die Hauptfahrt ist die Rundfahrt rund um die Volkacher Mainschleife, die 90 Minuten dauert. Heute sind wir auf einer Schleusenrundfahrt unterwegs, bieten dann werktags noch die Möglichkeit von Kitzingen nach Volkach bzw. von Schweinfurt nach Volkach für Gruppen als Sonderfahrt das Schiff zu chartern. Sind Ihre Schiffe auch noch auf anderen Routen, auf dem Main oder auf anderen Flüssen unterwegs? Wie groß ist der Tourismus, den Sie anbieten?
Die Undine hat hier 250 Innenplätze, ist das Schiff, was permanent an der Volkacher Mainschleife im Einsatz ist. Ich habe noch ein weiteres Schiff, die Franconia, mit 600 Plätzen. Da veranstalten wir nur Sonderfahrten für Gruppen ab 150 Personen, fahren den gesamten Main auf dem Rhein, im Gebirge, auf der Welterbestrecke zwischen Mainz, Rüdesheim und Boppard. Und im letzten Jahr waren wir auch mehrere Wochen am Neckar unterwegs, aber das nur für große Gruppen, die das Schiff chartern. Daran sieht man, der Schiffstourismus, die Fahrgäste, das ist nach wie vor gefragt bei den Menschen, sich hier auf diese besondere Art und Weise fortzubewegen, nicht nur bei uns, sondern auch auf anderen Flüssen. Können Sie das bestätigen? Sie sind ja nun auch schon einige Zeit in dem Geschäft. Der Flusstourismus nimmt zu. Man muss dort unterscheiden zwischen den großen Kreuzfahrtschiffen, die als Hotelschiffe unterwegs sind, Gäste 10 bis 14 Tage an Bord haben. Wir haben, und bei uns sind die Gäste 90 Minuten oder einen Tag unterwegs. Das ist die Kreuzfahrt des kleinen Mannes, auch für den kleinen Geldbeutel, sodass man hier eine Fahrt genießen kann, die auch für Familien in strengen finanziellen Zeiten durchaus realistisch sind. Und man kann die Fahrt hier nicht nur nutzen zum gemütlichen Schauen und die Seele baumeln lassen, man kann gleichzeitig sich auch kulinarisch verwöhnen lassen auf der Undine. Bei uns ist es wichtig, dass wir den Gästen einen guten Service bieten, sei es von einem Weißwurst-Frühstück, einem Mittagessen oder einem Nachmittagskaffee. Das können Einzelgäste sich bestellen oder Gruppen zu normalen Gaststättenpreisen, wie man sie auch hier rechts und links in den Gaststätten bekommt, können das an Bord bestellen und genießen. Und deswegen, Herr Sitzer, können wir uns auch schon mal einen kleinen Schluck des guten Frankenweins gönnen, den es hier natürlich auch an Bord gibt. Ich würde sagen, in diesem Sinne vielen Dank für die Informationen und zum Wohl. Sehr zum Wohle. Herr Sitzer, der hat es vorhin ja schon erklärt, hier auf dem Schiff, da reist man gemächlich, gemütlich dahin, da kann man die Seele baumeln lassen. Heute, wenn TV Touring mitfährt, da haben wir noch ein bisschen etwas anderes mitgebracht, nämlich ein wenig musikalische Begleitung. Die Bavarian Beat Boys aus Uettingen im Landkreis Würzburg, das sind der Tommy, der Ralf und der Wolfi. Tommy, die Bavarian Beat Boys, seit wann gibt es die und wie sind die entstanden? Ja, uns gibt es seit ungefähr 3 Jahren. Und zwar haben wir da eine Anfrage bekommen über unsere Band, die Albachtaler, bei der wir früher gespielt haben. Und die Anfrage kam aus Shanghai, also aus China. Und da haben wir uns spontan zusammengetan und haben uns den Namen Bavarian Beat Boys überlegt, weil der in Shanghai auch gut ankommt als Band, die aus Bayern kommt und aus Franken kommt und auf Oktoberfesten spielt. Und seit 3 Jahren sind wir jetzt dann eben öfters im Ausland schon unterwegs gewesen, aber auch hier bei uns in der Region natürlich. Und ihr werdet auch wieder im Ausland spielen, im Oktober? Richtig, im Oktober sind wir wieder in Peking für 2 Wochen und Ende Oktober sind wir auch noch in Brighton in England, da spielen wir auf einer Pferderennbahn auch ein Oktoberfest. Aber heute auch bei uns hier auf dem Schiff, auf der Undine bei der TV Touring Sommertour. Freuen wir uns natürlich ganz besonders, dass ihr mal nicht in China seid, sondern hier bei uns. Wie ist denn euer Repertoire? Wie kann man das beschreiben? Ist das Volksmusik, gute Laune, Schlager, von allem ein bisschen was? Von allem ein bisschen was. Also wir sagen immer, wir spielen alles für alle überall. Also sozusagen auf der ganzen Welt, wenn es sein muss. Und für alle, also alle möglichen Stilrichtungen. Natürlich auf Oktoberfesten Partymusik, Schlager, englische Sachen und jetzt natürlich hier ein bisschen gemütlicher. Und das auch mit einer recht ungewöhnlichen Instrumentalbesetzung, die Tuba, Gitarre und Klarinette bzw. Schlagzeug. Und dann wollen wir jetzt einmal schon eine kleine Kostprobe hören, wie sich das dann anhört. Was spielt ihr denn? Wir spielen das Stückchen Silberfäden, ein Instrumentalstückchen
jetzt in dieser Besetzung. Und wir sind aber normalerweise auch zum Beispiel jetzt heuer in Peking dann auch mit 6 Mann unterwegs. Also uns kann man von 3 bis 6 Mann in dieser Größenordnung buchen. Also Silberfäden, wir sind gespannt. Liebe Zuschauer, jetzt sind wir hier einmal ins Steuerhaus der Undine hinaufgestiegen und treffen den Schiffsführer Heinz Langenmeier. Herr Langenmeier, wie sind wir denn auf Kurs? Wie lange dauert es denn noch, bis wir unser Ziel, die Schleuse, erreichen? Ja, jetzt ungefähr eine Viertelstunde. Allerdings, wir müssen etwas warten. Die Schleuse bekommt eine Talfahrt und der ist eher dran wie mir. Also müssen wir langsam machen. Das heißt, zu Ihren Aufgaben gehört unter anderem, dass Sie immer genau verfolgen über Funk und hier auch Satelliten gestützt mit GPS. Wo befinden wir uns und was passiert vor und hinter uns? Ja, sicher. Das GPS ist das Neueste, was wir hier bekommen haben. Das ist Vorschrift. Und da sieht man dann da drauf, was für Schiffe unterwegs sind. Und dann haben wir noch den Funkverkehr mit Schleuse und dem Schiff. Und wissen wir dann genau, wo er sich gerade befindet. Also jede Menge zu tun, weil eigentlich sieht Ihre Arbeit hier, wenn man Ihnen zuschaut, recht gemütlich aus. Ja, sicher, sicher. Allerdings, wie gesagt, die Vorschriften, die werden bei uns auch immer mehr, so wie bei der Busse. Und dadurch kommt dann noch mehr dazu. Wie lange machen Sie denn die Arbeit als Schiffsführer schon? Die Arbeit seit 1972. Ich habe in 1972 mein Patent gemacht. Und auf der Undine sind Sie jetzt auch schon seit etlichen Jahren unterwegs. Können Sie uns über das Schiff, auf dem wir heute mit Ihnen fahren, etwas erzählen? Ja, die Undine wurde 1959 in Würzburg bei der Firma Neckermann-Hofmann gebaut. Sie wurde dann in Dienst gestellt 1959. Und seitdem fährt die Undine hier auf dem Main. Zeit war noch dabei mit Mosel, Neckar und Rhein. Und jetzt sind wir nur Volkach. Das ist schon so ein Stück, was wir hier auf dem Main haben. Und dann halt, wie gesagt, bestellte Fahrten. Was, wenn die Zeit dazu reicht, dann dass wir bis um 14 Uhr dann wieder unsere normale Regellinie, also Rundfahrt, fahren können. 1900, also in den 50ern, man sagt ja bei einer Dame das Alter immer gar nicht so genau, aber sie hat also schon einige Jahre auf dem Buckel, ist ein sehr erfahrenes Schiff. Wie fährt sie sich denn? Hat das so einen Charme, kann man sich das vorstellen, als würde man einen Oldtimer fahren? Ja, so ungefähr. Die Undine, sie lässt sich sehr, sehr leicht fahren. Wir haben jetzt erst vor ein paar Jahren neue Maschinen eingebaut. Und jetzt haben wir da ungefähr 600 PS in der Undine. Und daraufhin kann man da schon etliches mit anstellen. Herr Langenmeier, wenn man Tag für Tag immer auf der Strecke fährt, an der Volkacher Mainschleife, also auf einer Strecke, wo andere Leute Urlaub machen und Touristen hier chauffiert, die hier das zum ersten Mal sehen und ganz begeistert sind, bleibt da bei Ihnen dann auch noch etwas hängen von der Begeisterung oder von einer Liebe für unsere Landschaft hier? Ja, auf jeden Fall. Also da
kriegt man dann immer so schöne Rückmeldungen und sehr schön. Und wir kommen wieder. Und zum Beispiel jetzt nachher der Busunternehmer, der Baumeister, die fahren jetzt das dritte Jahr mit uns. Immer wieder andere Fahrgäste. Und ja, das ist schon ganz interessant. Also es wird Ihnen auch nach all den Jahren noch nicht langweilig auf der Undine? Nein, das wird es garantiert nicht. Da wir jedes Mal einen anderen Schiffsverkehr, Schiffsbegegnungen haben. Und die meisten Kollegen kennt man ja. Und durch den Funk kann man sich mal kurz miteinander unterhalten. Und da ist es schon, ja. Und dann vor allen Dingen, ich bin hier mein eigener Herr. Mir kann keiner was einreden. Dann vielen Dank für die Informationen, dass wir hier ein bisschen mit Ihnen plaudern durften im Steuerhaus. Und dann ja, hoffen wir, Sie bringen uns noch gut ans Ziel und wieder zurück nach Volkach. Ja, das hat schon immer geklappt. Das wird es auch heute wieder sein. Die Undine nähert sich der Schleuse Wipfeld. Hier muss das Schiff auf der sogenannten Bergfahrt, also Main aufwärts, einen Höhenunterschied von 4,25 Meter überwinden. Das Schiff wird gesichert, die Schleusentore geschlossen. Die Schleuse ist 300 Meter lang und 12 Meter breit. Diese Größe ist bei allen Main-Schleusen einheitlich. Für die Undine mehr Platz als genug. Große Containerschiffe und Flusskreuzfahrtschiffe müssen zentimetergenau in die Schleuse einfahren. Nun strömt das Mainwasser über Umlaufkanäle in die Schleusenkammer. Der Wasserpegel steigt und mit ihm das Schiff. Wenn die Kammer voll ist, öffnen sich die Tore. Das Gefälle ist überwunden, die Fahrt geht weiter. Auf so einer Schiffstour, liebe Zuschauer, da hat man Zeit, da kommt man ins Gespräch mit anderen Mitreisenden und das haben wir von TV Touring jetzt auch einmal gemacht und haben mal nachgeschaut, wer fährt denn hier so mit? Wo kommen Sie denn her? Warum sind Sie denn heute hier dabei auf der Tour? Ich komme aus Frühstockheim mit meinem Ehemann. Meine Schwester ist auf Besuch aus Zwickau. Und mein Schwager hat heute den 77. Geburtstag und das ist eine Überraschung für ihn. Eine Geburtstagsüberraschung. Und das haben wir. Also eine Schiffsfahrt zum Geburtstag haben Sie geschenkt bekommen, zum 77. Geburtstag. Die Hälfte ist jetzt vorbei schon von der Schiffstour hier an der Mainschleife. Wie gefällt es Ihnen denn? Sehr gut gefällt mir's. Bloß in Stockheim, die Anlegestelle, die müsste mir ein bisschen erfordern, was gebracht werden. Die ist sehr primitiv. Genau, also das ist natürlich auch etwas, was dann dazugehört zu dem ganzen Schiffstourismus, dass drumherum die Infrastruktur auch passt. Hier auf dem Schiff, Sie kommen jetzt aus Sachsen zu uns, nach Franken zu Besuch. Wie gefällt es Ihnen denn bei uns im fränkischen Weinland? Da hat Ihre Schwester ja eine ganz besonders malerische Ecke ausgesucht. Wir sind nicht das erste Mal hier zu Besuch. Wir sind schon öfters da gewesen und haben schon einiges kennengelernt. Also uns gefällt es hier sehr gut. Die Umgebung ist sehr schön. Ich muss sagen, wir kommen gerne hierher. Sehr gerne sogar. Im Moment, da geht es ein bisschen langsamer zu auf unserer Schiffstour, denn wir sind in der Schleuse und es geht talwärts. Das heißt, über 4 Meter werden wir jetzt wieder hinuntergelassen. Diese langsame Art des Reisens, also man sitzt auch erst mal 10 Minuten jetzt einfach nur da und es passiert eigentlich offenbar nichts Großartiges. Ist das etwas, wo Sie auch merken, das ist richtig entspannend? Das ist entspannend, ja. Ja, natürlich. Ne? Ganz ruhig und das gefällt mir. Okay. Ja. Kann man die Seele so richtig baumeln lassen und alles wunderschön, die Schleuse. Ich sehe es heute das erste Mal, habe das noch nie mitgemacht. Wunderbar. Dann wünschen wir Ihnen noch eine schöne Schifffahrt hier auf der Mainschleife und danach dann auch noch einen schönen Nachmittag. Gibt ja genügend Gelegenheiten hier noch bei uns, dass man da noch etwas unternimmt nach dieser Schiffstour. Viel Spaß wunderbar. Noch, danke. Dankeschön.
Liebe Zuschauer, das war die TV Touring Sommertour. Heute waren wir auf dem Wasser auf einem Fahrgastschiff der Undine. Und vielleicht haben Sie ja Lust bekommen, nun auch wieder einmal diese langsame, entspannte Art des Ausfluges zu genießen und einfach einmal das schöne Frankenland vom Wasser aus zu entdecken. Ihnen viel Spaß dabei und noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Touring Sommertour rund um die Mainschleife mit freundlicher Unterstützung von der Fränkischen Personenschifffahrt, Weinhotel Frankenherz, Ihr Wohlfühlhotel, Sparkasse Mainfranken in Volkach und die Vogelsburg, Wirtshaus mit Ausblick.